Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich habe hier ein lachendes und ein weinendes Auge, Freunde, weil wir heute den allerletzten Song vom Glas-Album zusammen uns anhören. Und das ist Tinnitus, der ja, glaube ich, auf TikTok schon so ein bisschen abgegangen ist, aber womit die Hörprobe auch sehr gefallen hat und auf jeden Fall immer noch im Kopf geblieben ist. Und das war auch einer dieser Songs, wo ich im Album-Sneak Peek bei den Hörproben gesagt habe, ach nein, ich muss jetzt weiterhören, ich muss jetzt weiterhören. Und jetzt haben wir ihn endlich. Das ist der letzte Song auf dem Album, der noch nicht draußen war. Danach ist noch Alles gleich mit drauf. Auch einer meiner Lieblingssongs von Nina, muss ich sagen. Wunderschöner Song gewesen. Boah, Alles gleich, wirklich special place in my heart, sage ich euch, wie es ist. Jetzt haben wir aber Tinnitus. Vielen Dank, wie gesagt, dass ihr so aktiv am Start wart. Ich lese all eure Kommentare und freue mich immer, euch alle wiederzusehen. Deswegen vielen Dank, dass ihr so, ja, so viel Liebe gebt. Das freut mich immer sehr, sage ich, wie es ist, Freunde. Jetzt hören wir rein bei Tinnitus. Ich quatsche schon wieder viel zu lange. Es tut mir leid, wir wollen doch einfach hier nur reinhören zusammen. Let's go. Das haben wir schon gehört und das hat mich so gecatcht. Das reicht nicht, ich fall noch nicht tief genug. Ich glaube, ich bleib bis zum Tinnitus. Und über meiner Scheißstadt hängt der Flederduft. Ich zieh durch die Nacht wie ein Linien. Wie vielseitig sie auch mit ihrer Stimme umgeht, wisst ihr? Also wie sie jetzt so diese sehr fast schon... Die Stimme hat sich so an, als ob so ihr Atem ihr rausgezogen wurde, wisst ihr? Der Flederduft. Jetzt. Auch wunderschöne Zeile. Ich lasse meine Sorgen an der Garderobe. Ich tanze lieber ohne. Bedeutet, wenn sie ausgeht, unterwegs ist, irgendwas macht, dann kann sie ihre Sorgen und den Tinnitus vergessen, kurz abschalten. Aber sobald sie nicht mehr da ist, nicht mehr beschäftigt, abgelenkt, unterwegs, whatever, dann hat sie diese Sorgen, diesen Tinnitus eben wieder. Kämpfe gegen die Symptome. Ich wein, ich bin der Bad Guy Billy Eilish und ich kann mich wieder mal nicht leiden. Mein Verstand gegen den Takt. Wow, so kranke, krank ehrliche Zeilen. Ich kann mich wieder mal nicht leiden und dann auch mein Verstand gegen den Takt. Super cool in Relation gesetzt irgendwie gegen den Takt. Also kann man auch sagen gegen die Wirklichkeit irgendwie gegen das regelmäßige. Mein Verstand holt mich da raus und zieht mich irgendwo rein, wo ich nicht reingehöre. Super, super stark jetzt schon, finde ich. Wow. Kann ich mehr, sag, holt mich wer ab. Nur noch einen letzten Song und das war's. Hab schon den Absprung verpasst. Wow. Ich hab von allem ein bisschen zu viel Intus. Wow. Weiß nicht mehr, wer ich bin, wenn ich in den Spiegel guck. Das reicht nicht, ich fall noch nicht tief genug. Ich glaube, ich bleib bis zum Tinnitus. Und über meiner Scheißstadt hängt der Flederduft. So ein starker Song, direkt im Kopf. Man kommt abends nach Hause, hört diesen Song, also so auf dem Weg nach Hause irgendwie oder so abends Spaziergang oder so. Wunderschöner Song. Ich zieh durch die Nacht wie ein Linienbus. Auf das, was ich lieb, gib ich Spiritus. Und das, was mir bleibt, ist der Tinnitus. Jemand anders, Absturz, Standard. Weiß nicht, warum ihr mich so anstarrt. Weiß nicht, warum ich gerade Angst hab. Dreh den Regler bis zum Anschlag. Ja, ich heb ab, denk ich kann das. Doch such jemand, der mich fangen kann. Denn Nacht, das ist auf jeden Fall mit Abstand, finde ich. Gut, wir haben auch Alles gleich und so drauf. True, true, true. Aber ich würde sagen, von den Songs, die jetzt noch nicht vorher als Single rausgekommen sind, auf jeden Fall mit Abstand der persönlichste, tiefgehendste Song. Tief. Jetzt, wie wir hören, wie die Stimme so ein bisschen rauer, ein bisschen tiefer und lauter wird. Denn doch irgendwie klappt das nie. Von allem ein bisschen zu viel Intus. Weiß nicht mehr, wer ich bin, wenn ich in den Spiegel guck. Das reicht nicht, ich fall noch nicht tief genug.
An meiner Scheißstadt hängt der Flederduft. Ich zieh durch die Nacht wie ein Linienbus. Wow. Auf das, was ich lieb, gib ich Spiritus. Und das, was mir bleibt, ist der Tinnitus. Damn, also für mich auf jeden Fall einer der ganz, ganz klaren Top-Tracks vom Album. Das habe ich auch sehr oft gesagt in dieser Album-Reaction, es tut mir leid. Aber auf jeden Fall einer der Top-Tracks. Holy shit. So ein wunderschöner und so ein super ehrlicher Song. Also wirklich, der war so ehrlich, finde ich. So ehrlich, so persönlich, so tiefgehend in so vielen Punkten. Hat mich richtig, richtig, richtig abgeholt. Richtig stark. Boah. Ey, auf jeden Fall ein super starkes Album, super vielseitig. Ich finde es auch gut, dass die alten Songs, so wie Alles gleich, Feminello und etc., dass die noch mit drauf sind. Und dass das Album irgendwie die Vielseitigkeit auch von Nina widerspiegelt und man sehen kann, was alles in ihr steckt. Keine Ahnung, dieser Song ist so schön irgendwie. Der hat sich so gut angehört, aber der war irgendwie vom Inhalt her noch schöner als vom Klang, finde ich fast. Jetzt haben wir das Album durch. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir sind durch. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr so lange am Start wart und dass ihr hier alles mit mir zusammen angehört, angesehen habt, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Morgen wahrscheinlich schon mit dem nächsten Video. Selbstverständlich morgen mit dem nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Ja, bleibt alle so fresh und gut aussehend wie immer und ciao.